Servus Leute, begrüße euch zu OSM! Ich habe es ja angekündigt, ich war vormittags noch unterwegs, habe hier noch, ich war ein bisschen tätowieren, so und da habe ich noch ein bisschen was ausgebessert und fertiggestellt heute, aber jetzt, es ist, meine Damen und Herren, es ist 13.50 Uhr, ui, ich habe nur mehr 18% Akku. Das heißt, ich muss mein Handy bald anstecken, beziehungsweise wir müssen hier mal weitermachen. Wir haben im Chat ein paar Nachrichten oder eine Nachricht, wie auch immer. Und da werden wir gleich mal zu AC Milan reinschauen, ob wir vielleicht einmal wieder was gewinnen konnten. Gegen Napoli. Bra, bra, bra. Da gewinnt man halt auch mal einfach so. Das ist doch ganz klärchen. Du schaust, der 7. Platz ist aber nur 6 Punkte weg. Und 6 Punkte ist gar nicht mal so viel. Wenn man da so nachdenkt. Natürlich, auch der 3. Platz ist jetzt punktegleich mit uns, Napoli, sind wir gleichgezogen. Der 2. Platz ist halt weit weg und der 1. Platz ist halt sehr weit weg. Mit dem 3. Platz würde ich mich begnügen, mit dem 4. auch, mit dem 5. auch, mit dem 6. gerade noch so und alles, was drunter ist, ist ja nicht so gut. Und jetzt werden wir erstmal hier so das Training abschließen und hier so ein bisschen weitermachen. Wir bräuchten noch einen Stürmer, vielleicht sogar einen, den ich gleich so als Startstürmer holen könnte, so einmal einen richtig guten. Hier werden wir natürlich Mauri weiter trainieren, hier De Gigo, ja, und hier Donnarumma, wobei wir den eigentlich jetzt dann, wissen wir was, auf 94 bringen wir noch und dann werden wir ihn wahrscheinlich spielen lassen. Brauche ich nicht auf die 100 bringen, ich hätte lieber gern jetzt schon einen guten Torhüter. Und fertig. Ah, nicht Verhandlungen. Warum gehe ich auf Verhandlungen, wenn ich auf den Transfermarkt will? Ja, Messi ist halt jetzt leider nicht leistbar mit unserem aktuellen Vermögen. Wäre eine Option gewesen. James wäre eine Option gewesen. Koke wäre eine Option gewesen. Aber alles andere, was da ist, gefällt mir irgendwie so gar nicht. Berahino könnte man... Könnte man sich, 18 Millionen ist gefühlt wenig. Den gönnen wir uns jetzt, Leute. Den gönnen wir uns. Wir haben Berahino gekauft. Ja, Akinfeev mit 115 ist natürlich um 161 Millionen auch eine Überlegung wert. Jetzt schauen wir mal in die Aufstellung rein. Wie treffsicher ist denn mein aktueller Sturm rund um Niang und Bakker? Naja. Wir werden Berahino direkt mal aufstellen und ein Freundschaftsspiel machen und schauen, ob er einem Freundschaftsspiel auch treffen kann. Dann müssen wir auf Trainingsplatz gehen, Freundschaftsspiele. Ja, wen nimmt man denn da? Einfach mal Juve. Wir werden gegen Juve wahrscheinlich verlieren, war vielleicht ein bisschen blöd. Aber egal, vielleicht kann der Berahino trotzdem das 3-1 schießen. Oh, 3-5 verloren ist eigentlich okay, wenn man es jetzt so nimmt. Immerhin 3 Tore. Carvajal, Berahino und Berahino. Ja, deswegen haben wir ihn gekauft, Leute. Genau deswegen. Und dann schauen wir mal, wie es bei Atletico ausschaut. 5. Ein Punkt immer noch, aber halt ein Punkt. Das ist wirklich ekelhaft. Da ekel ich mich von mir selber an. Da muss ich jetzt erstmal die ganzen Trainings abschließen. Da muss man überlegen, ob man nicht Carrasco doch wieder mal eine Chance gibt oder hat Bjaka. Wie schaut's denn aus bei Bjaka? Hoppala. Ich muss jetzt natürlich schauen, wen ich trainieren lasse und so weiter. Bjaka, hast du schon getroffen? In 5 Spielen 2-mal. Carrasco hat in 13 Spielen 5-mal und Gomez in 18 4. Griezmann 15 2. Wir werden jetzt einen Doppelsturm aus Carrasco und Torres aufbauen. Vielleicht ist das ja besser. Unsere Stürmer wollen halt wirklich gar nicht treffen. Koke könnten wir wieder mal spielen lassen. Der trifft ja wenigstens. So. Irgendwer noch. Oh, Godin ist ein bisschen sehr müde. So. Ja. Da haben wir auch 50, 60 Millionen haben wir. Wenn es so einen 100er Innenverteidiger gibt, nehmen wir uns den vielleicht. Das wäre tatsächlich eine Option. Und
Ein Sechser wäre vielleicht ganz geil. Oder halt noch ein Stürmer, keine Ahnung. Ich muss jetzt mal meine Taktik anschauen. Habe ich irgendwie aus Versehen irgendwas Defensives eingestellt? So dass die Stürmer irgendwie gar nicht treffen? Ja, Mann. Was ist das, bitte? Jeder weiß, dass ich so spiele. Kein Wunder, dass die Stürmer nicht treffen. Oh Gott! Dass wir mit der Taktik nur Fünfter sind, ist klar. Ich habe die Taktik nie so eingestellt. Habe ich überhaupt eine Taktik eingestellt? Distanz. Manndeckung, nein. Normal. Ausgeglichen. Neutral. Ja, wenn ich meine Taktik nicht einstelle, bin ich ja selber schuld. So, Leute. So. Dann machen wir auch hier sicherheitshalber ein Freundschaftsspiel. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Einfach gegen. Ich will jetzt viele Tore schießen, keine Ahnung, Las Palmas, vielleicht kann man gegen die viele Tore schießen. Ich bin gespannt, ob sich jetzt was tut. Natürlich, warum spiele ich so defensiv? Keine Ahnung. Ja, 3-0. Torres, Carrasco und habe ich den letzten. Ah, nochmal Torres. Ja, gut, hoffentlich wird das jetzt was. Das heißt, Stürmer mal keinen kaufen, eher Innenverteidiger oder Sechser. Was so ganz cool wäre. Gut, Sechser fällt schon mal weg, da gäbe es nur Matic. 21 Millionen ist ein bisschen. Ja, es ist okay, aber. Wow, Costa wäre echt nicht so teuer. Costa wäre eine Überlegung wert. Gut, da gäbe es nur Wow, Boateng für. Wow, das ist ein guter Preis. Und ich sag's euch, wie es ist. Der wird es wohl werden. Also Boateng um das Geld. Wollte gerade sagen, da geht sich Costa sogar noch aus. Das ist doch fast Schicksal. Mist, was? Nein, ich brauche einen Sechser. Aber ich verkaufe jetzt Spieler. So. Beinhart. Beinhart. Aber dafür muss ich jetzt mal in den Kader gehen. Welchen Stürmer verkaufe ich denn jetzt am besten? Ja, einfach wieder Pjaka. Kann man die Spiele jetzt eigentlich auch über 15 Millionen schon verkaufen? Oh Gott, ich habe mich schon so lange nicht damit beschäftigt. Machen wir einfach mal 19 Millionen. Im besten Fall geht er weg. So, Mittelfeld. Den werden wir nie wieder spielen lassen, einfach weil wir da wirklich genug Spieler haben. Und eigentlich ist auch Gaetan jemand, den ich hergeben könnte, beziehungsweise ja, wäre eigentlich zum Hergeben. Könnte man auf jeden Fall hergeben. Schauen wir uns noch an, aber verteidigungstechnisch werden wir uns jetzt mal von Savic trennen tatsächlich. Bringt sich auch aktuell nichts mehr. Und wenn wir die Spieler verkauft haben, sollten wir eh wieder ein bisschen Geld auf der Seite haben. Und dann können wir uns auch einen Sechser leisten. Ah, Nico, es ist müde. Aber ich habe leider keinen, der annähernd als Sechser. Ja, Koke könnte man noch irgendwie auf den Isco eventuell auch für ein Spiel. Das war's aber dann. So, dann machen wir mal den hier. Ich will aber trotz. Wie müde ist ein Griezmann? Gar nicht müde. Ich würde trotz. Geben wir trotzdem Griezmann die Chance. Ist egal, Costa und Dings, das passt. Und hier Boateng statt Savic. Wir könnten eigentlich auch noch Hernandez hergeben. Friasco hier und Hernandez hergeben. Der ist auch. Also der wird nie spielen, dementsprechend. Holen wir uns da so 9 Millionen heraus und wenn wir die 3, 4 jetzt verkaufen, haben wir wieder einiges am Konto und dementsprechend passt das dann eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Ah, hoppala, hoppala, nein, nein, da wollten, nein, ich habe gar nichts ausgebaut, okay, dann, nein, ich habe zu wenig Geld, wow. Egal, egal. Training ist wichtiger, 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 Training. So, da werden wir mal Isco ins Training hauen, da werden wir dann einfach mal Friasco ins Training hauen. Und hier haben Frisai. Das ist der nächste Friasco, ich sag immer Friasco, ich sagte dem schon Friasco seit er 21 ist. Wer meine früheren OSM-Videos geschaut hat, kennt mich. Wie spät ist es? 59. Gott, wir machen wieder 9 Minuten im Part. Dann werden wir mal den Chat anschauen. Vielleicht sind. Es ist eh nur einer. Freue mich schon auf das nächste Duell.
Same here. So. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Online Soccer Manager. Ihr seid die Besten, wenn ihr die besten Daumen nach oben gebt. Ich würde sagen, das reicht dann auch schon wieder von Daumen und Likes betteln. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wir sehen uns morgen.